Unsere GoPro geht wieder, wie ihr sehen könnt. Und wir machen Sport. Wir haben gerade unser Outdoor-Workout gemacht, weil wir keinen Bock auf Fitnessstudio haben. Jetzt laufen wir nach Hause und bauen Studio. Genau, das Programm geht weiter. Und ich muss noch unbedingt zum Friseur heute. Das werde ich wohl auch noch erledigen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, haben wir wieder richtig Bock aufs Vloggen bekommen und ziehen jetzt erstmal durch. Das heißt, es geht gleich weiter. Wir fahren jetzt kurz zu mir, holen neue Akkus, weil der Akku ist gleich leer, und dann fahren wir in den Baumarkt und kaufen dies und das, damit wir eine Softbox bauen können. Yes! Ich habe heute auch extra wieder den Australien-Style ausgepackt mit der kaputten Sonnenbrille und der Cap. Scheiße aus. Ich gehe noch zum Friseur. Soll ich meine Haare abtrennen? Scheiße! Okay, jetzt sind wir hier im Baumarkt und wissen nicht so richtig, was wir brauchen. Aber wir haben eine Sache haben wir schon festgestellt. Es ist alles arschteuer. Egal, was wir kaufen wollen. Und? Mal gucken. Immer noch nichts gefunden. Mal gucken, ob das heute noch was wird. Ja, das war sehr erfolgreich. Naja, wir haben jetzt alles, was wir brauchen für eine Softbox. Wir sind mit dem Überplan hierher gekommen, wussten genau, was wir brauchen. Ja. Und sind so geendet. Jetzt fahren wir einfach zu mir und gucken, was wir im Keller haben. Vielleicht schaffen wir es auch so einfach, eine Softbox zu bauen. Und es ist richtig geiles Wetter heute. Ich bin der vollbeste Autofahrer. Überhaupt in ganz Pinneberg. Ist aber nicht schwer. So viel übrigens zu der gesunden Ernährung. Wir haben heute richtig geil Sport gemacht und jetzt machen wir alles wieder kaputt. Wie sich das gehört. Hat sogar Proteine. In die Hecke rein. Weil wir jetzt auch so sportlich sind, sind wir die 20 Meter zum Baumarkt gefahren. Und es wird dunkel. Warte. Ein schöner Weg. Wir sind jetzt wieder im Labor, im Keller. Und wollen jetzt gleich eine Softbox bauen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir haben jetzt ja doch nichts gekauft beim Baumarkt. Genau, haben einfach hier den Keller ein bisschen durchsucht. Und wollen jetzt einfach mal anfangen. Es geht jetzt erstmal nur darum, dass wir erstmal das Gehäuse fertig bauen für die Softbox. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir da noch eine Lampe reinbekommen. Weil wir haben auch ein bisschen Angst, dass uns das Ganze abfackelt. Weil die Lampe immer sehr, sehr heiß wird, die wir haben. Wir haben jetzt so einen Baustrahler. Bastelprojekt Nummer 2. Jetzt haben gerade eben alle unsere Akkus den Geist aufgegeben, aber wir haben es geschafft, die Box fertig zu bauen. So sieht das gute Stück aus. Vielleicht nicht 100% professionell, aber für 0 Euro für uns, ne? Alles mit Materialien, die wir hier zu Hause hatten. Und jetzt testen wir mal, ob das irgendwie wenigstens ein bisschen funktioniert. Halt mal vor die Lampe einfach. Es ist jetzt auch noch kein Gestell gebaut oder so, das ist jetzt halt echt nur der Kasten so. Die Schatten von mir. Passt weg, würde ich sagen. Und? Sieht doch einigermaßen gut aus, oder? So, und ja, man sieht halt hinter Yannick, dass die Schatten jetzt gerade richtig hart sind und eben waren die weich. Und genau das wollten wir erreichen. Also, hat ganz gut geklappt. Das war jetzt der erste Step zu unserem kleinen Studio, was wir uns hier im Keller bauen wollen. Damit wir auch ein bisschen bessere Videos machen können. Und ja, ich würde sagen, heute schaffen wir es leider nicht mehr. Lukas geht gleich mit seiner kleinen Schwester zum Laternenumzug. Genau. Und bei uns gibt's Essen. Und deswegen haut rein, Leute. Ende von Vlog Nummer 2. 2, ne? Ja, genau. Und freut euch schon mal auf den dritten. Bis dann. Ciao.